Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nier Automata. Und ja, nein, es hat eine Idee. All hell Bane. RP, was ist RP? Das ist das da oben. Thing's armor is too thick. We need more firepower. 2B, let's try for a more direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth. Komm, reiß noch mal dein Maul auf. Scheiße. Und nochmal. Mach auf. Das ist eine coole Waffe. Aber dieses Teil ist bestimmt noch nicht tot. Ja. As I expected. Da unten sind die anderen Schutzteile. To me! We gotta bail, 2B! This is bad! Als ob 9S einfach so EMPs aufhalten kann. Are you all right, Toby? Pascal hat uns gesaved. That enormous machine is an ancient weapon. It was designed to help annihilate the androids, but it wound up going out of control. I was part of the machine's network when it happened, so I remember it. The moment it reached land, it went berserk and began attacking everything in sight. No one could figure out how to stop it. They eventually marooned it deep in the ocean, but it seems to be searching for a way back. Huh. Hey, 2B, I think I have another idea. You keep that thing right where it is, okay? What? Please, 2B, this is gonna work! Okay, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, dann tschüss. 9S is leaving the front lines. Proposal: 9S should be reported to command as a deserter. No! He has a plan. Just hold on! Nein! Es war so klar, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ah! Das ist echt störend. Weißt du, der geht und auf einmal sind da 20 Milliarden Animes einfach nur. Das kennen wir schon. Ich mute mich mal kurz. So, bin wieder da. Hab gerade meinen Controller am Tisch abgelegt und wenn es vibriert, dann hört man das in der Aufnahme. Eigentlich müsste ich es aufs WC. Ich glaube, ich gehe vor der nächsten Folge. Kann ich das überspringen? Ja. Machine is an ancient weapon. It was designed to help annihilate the androids, but it wound up going out of control. Und was mache ich jetzt mit meinem Körper? Network when it happened, so I remember it. The moment it reached land, it went berserk and began attacking everything in sight. No one could figure out how to stop it. They eventually marooned it deep in the ocean,
but it seems to be searching for a way back. K2B, I think I have another idea. You keep that thing right where it is, okay? What? Please, 2B, this is gonna work! S is leaving the front lines. Proposal, 9S should be reported to command as a deserter. No! He has a plan. Just hold on. I'm going to see if we can use those missiles back on the shore. But I need you to destroy the EMP unit on that thing's back. Otherwise, they're just going to go off course. On. Ich glaube aber wirklich, dass 9S vor uns noch desertieren könnte. Scheiße, ich bekomm's nicht hin. Das sind viel zu viele Gegner. Alter, noch mehr bitte. Nein, ich war jetzt nicht vorbereitet. Das war voll unfair. Kommt so vor, als würde ich Pascal voll einen mitgeben. Ja, ich bin tot. Ja, wie soll ich das überleben können, bitte? Falscher Bot. Alter, ich hasse das. Ich
Das ist viel zu viel. Holy shit. Mir war fast die Asche von meiner Zigarette runtergefallen. Das ist so. Hallo, da bin ich. Ich hab die ganze Zeit auf das Kalt geguckt. Alter. Endlich. So, komm rauf. Alles klar, Pascal flattert da einfach durch. Das war bestimmt das, was wir hätten beschützen sollen. For the missing Yorha members at once. To be. 9S. Don't die on me. Ich wette was, wir werden von irgendeinem desertierten Androiden gerettet. Ich zum Beispiel jetzt A2 oder wie die hieß. Wir haben Achievement bekommen. Herrscher der Tiefe. Beende die versunkene Stadt. Puh. Das war ein epischer Fight. Einheitsdaten aktualisiert. 2B to Bunker. Come in. Over. Operator to 2B? 2B, are you alright? Running system diagnostics. Core functionality appears intact. Thank goodness. Never mind that. I need a status report. Roger that. In regards to the giant machine that attacked the shore. It ceased its resistance 8 hours ago, following your missile strike. 8 hours? However, its EMP strikes knocked out comms all across the region. We're having trouble getting them back online, which means data uploading is currently unavailable in some areas. Where's 9S? Yeah, about that. We picked up a faint black box reading, but it wasn't strong enough to lock down his position. If you found something, that means he must be alive. Put in a request to the commander for immediate approval to begin a search. Actually, the commander has already ordered us to prioritize tracking down surviving Yorha members. If you find 9S, let me know, okay? Will do. 2B out. Pod, I need you to scan for any nearby black box signals. Scanning complete. No signals detected. However, a dynamic scanner is required for detection of weaker signals. Never heard of it. Said dynamic scanner may be located in the resistance camp. Proposal. Further information should be obtained from the resistance leader. Let's go. 9S verloren. Geh zum Widerstandslager.
Ich wette was mit euch, 9S wird von A2 angegriffen. Nicht angegriffen, sondern A2 erzählt 9S Sachen und 9S wird nahend auf ihrer Seite stehen. Lustig wäre, wenn wir uns entscheiden könnten, yo, wir kämpfen jetzt gegen 9S oder yo, scheiße. Alles klärchen. Da hinten konnte ich was machen. Und das werde ich auch machen. Ja. Oh. Ah. Das Blackbox-Signal zeigt keine Abweichungen. Allerdings ist offenbar ihr Sprachkern beschädigt. Armes Ding. Das wird schon wieder keine Sorge. Ah. Bot, sende ein Rettungssignal zum Bunker. Bestätigt. Okay, die sagt uns nichts mehr. Also dafür, dass 9S Pascal gegenüber immer so misstrauisch war, Pascal hat uns gerade den Arsch gesaved. Aber scheint ja egal zu sein. Wie wär's, wenn ihr das in Ruhe lasst? Ist das ein Plan? Ja, ist ein Plan, ne? Okay, erstmal speichern, Alter. Widerstandslager, alles klar. Wohin? Stadtmitte. Alter Verwalter. Das war ein richtig epischer Kampf. Ein richtig, richtig epischer Kampf. Aber 8 Stunden sind vergangen. 8 fucking Stunden. Nachdem wir vom Himmel geholt wurden. Was für Wildschweine auch reiten. Das würde mich jetzt mal interessieren. Die flüchten ja jetzt nicht mehr von uns durch den Tierbeutel. Ja. Alles klärchen. Mein.
Ja, die Kleinen, die sind ja... Dankeschön, Schwein. Okay, irgendeinen Grund muss es haben, dass wir hier nicht her teleportieren können. Dieses Terminal ist derzeit leider außer Betrieb. Aha. Hallo, Anemone. Hm? What's up? I'm looking for something called a dynamic scanner that can detect black box signals. A dynamic... Oh, you must mean the one the twins built. I think they're just back from an expedition, actually. You should see some red-haired androids over there. Try talking to them. 2B, those twins, they... Yes? Actually, never mind. Die sind komisch, danke. What do you want? Easy, Devila. There's no need to be so confrontational. And you don't have to trust every idiot that wanders by. I'm sorry about that. Can we help you? I need a scanner that can detect faint black box signals. Yeah. I was tinkering with something like that a little while back. Here, if you want it, it's all yours. That chip should help with your search. Once you install it, it can detect black box signals, quest objects, all manner of things. You'll hear a sound whenever it finds something. And if it ever bugs you too much, you can always pop it back out. Let us know if there's anything else you need from us, okay? And don't think this makes us friends. Oh, Devila. Zunderes! Yay! Du hast ein Bot-Programm erhalten, A170-Scanner. Dankeschön. Fähigkeiten. Bot-Programme. Scanner. Okay, jetzt muss ich so rumlaufen. I picked up a response on the scanner. Okay, Emils Shop, okay. Aufgabenziele. Okay, da habe ich aktuell nur ein. Hatten wir nicht noch eine andere Mission? Mit Angus nicht reden. Angus ist aus. Ich besteig Angus mal. Hört sich jetzt natürlich auch wieder irgendwie angehört.
Okay. Warum sollte 9S aus sein? Okay, wir haben eigentlich außer das Rennen keine sonstigen Ziele, wa? Hier haben wir gar keine. Was ist das hier? Das machen wir. Was ist da ganz in der Nähe? Pascalsdorf. Dann teleportieren wir uns nochmal nach Pascalsdorf. Pascal können wir auch gleich mal was fragen. Aber ich glaube, ich mache zuerst den Punkt. Transport Pascalsdorf. Obwohl, vielleicht können wir uns einfach so bei Pascal bedanken. Mir wäre es lieber gewesen, wenn A2 uns gefunden hätte und uns gerettet hätte und uns dann Sachen erzählt hätte und wir uns dann auf A2 Seite geschlagen haben, weil ich finde, sie sieht einfach nur toll aus. Alles klar, Pascal hat uns gerettet und wir können nur normal mit dem labern. Oha, alles gut überstanden. Das war ein heftiges Erdbeben. Ich habe mir Sorgen gemacht. Alles klärchen. Das Karl rettet uns den Arsch. Und wir machen nichts dergleichen. Um zu sagen, yo, arigato. Du bist echt ein toller Typ. Hallo Freund, hast du die Gerüchte über den Ort mit den Bäumen, Sträuchern und Blättern gehört, über die Burg des ersten Roboterkönigs und den Schatz, der hinter Türen oder Dornen oder Gräbern verschlossen ist und so und fragst dich, was das bedeutet und wie gern würde ich selbst alles darüber herausfinden? Analyse. Dieses Maschinenwesen glaubt, dass es im Waldkönigreich einen Schatz gibt. Vorschlag. Tupi sollte Untersuchungen anstellen. Und wo in der Burg? Warte mal. Ja, in der Burg. Alles klärchen. Ja, und ich glaube, ich weiß auch wo, weil in der Burg gab es ja so eine verschlossene riesige Tür. Und solange wir ein Essen nicht haben, eigentlich kann ich die ganze Zeit so rumlaufen, wa? Könntest du es bitte wieder auf die rechte Seite gehen? Ich höre das Piepsen links nicht. Okay, aber das wurde mir jetzt nicht so angezeigt. Geh wieder rüber. Ah, ne, verschwind lieber in der Wand. Lass mich halt nichts hören. Naja, ich kann ja auf die Ausschläge gucken, ob die schneller werden oder nicht.
müssen da unten rein. Das hatten wir schon. Sieht so aus, es müssten wir von oben rein. Unten sind wir schon lang gegangen, das letzte Mal. Alles klärchen. Dann haben wir uns das Item jetzt trotzdem gesnackt. Alles klärchen. Nein. Da. So. Analysis. This part belongs to a machine life. So it's junk, basically. While lacking in value, it may be connected to the supposed treasure of the Forest Kingdom. Proposal. It should be confiscated for safekeeping. Maschinenteile halten, okay. Aber da hoch kommen wir nicht, oder? Naja, aber da drüben haben wir noch mehr Maschinenteile gehabt. Euch platt. Anti-Kompo haben wir erhalten. Du hast auch was gedroppt, und zwar einen rostigen Klumpen. Die mal platt. Ah.
Ich müsste das gut schaffen. Aber da bin ich viel zu weit unten. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Kleines Seinrädchen. Okay, da oben war noch ein Maschinenteil. Ah ja, stimmt, da mussten wir runter, glaube ich. Nee, geh runter. Hallo, das hatten wir schon. Okay, was war da hinten? Die noch glatt. Okay, ich kann das nur ziehen und nicht schieben. Weiter. Okay, das geht sich nicht aus. Das müssen wir also auf den Tisch schieben. Können wir das jetzt hochheben? Ne? Okay, und wie komme ich da jetzt wieder raus? Okay, das hat hingehauen. Okay, das sieht nicht so aus, als würde ich da weiterkommen. Und das geht sich doch niemals aus. Muss so irgendwie funktionieren. Nee. Aha. Das habe ich also beim ersten Mal übersehen.
Okay, ich werde jetzt noch 2 Etagen hochgehen. Dann werde ich mal da unten reingucken, aber da oben war vorhin nämlich noch eine Kiste. Ah, noch eins oben. Das ist nämlich dann wieder so ein Maschinenteil. Supposed treasure of the Forged Kingdom. Proposal. It should be confiscated for safekeeping. Dann gehen wir da noch mal hoch. Das war auch noch so ein Maschinending, oder? Ah ne, das... Den Fehler mache ich nicht mehr. Das war nämlich so ein Teil, das man nicht aufheben konnte. Kommt da jetzt wieder so viele Gegner? Weil eigentlich ist der ein König ja tot. Golderz. Okay. Gut, da ist 9S also auch nicht. Dann gehen wir mal kurz runter. Zu früh eingebogen. Runter. Und noch eins runter. Und ich glaube, da war eine dicke Tür. Keyhole detected. A corresponding key will likely be required. Makes sense. Alles klärchen, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das heißt, die Aufgabe können wir gar nicht erledigen ohne den Schlüssel. Dann gehen wir mal hoch und jumpen da runter, wo A2 runtergejumpt ist. Wenn wir das schon mal dann sehen, dann können wir mal ganz kurz abspeichern. Und ich glaube, das müsste es dann sein, was wir hier erforschen konnten. Bis halt auf das eine. Okay, da ist noch irgendwas. Ja, da haben wir schon. Da finde ich nichts. Wo könnten wir als nächstes nach 9S suchen? Okay. Da brauche ich gar nicht versuchen, rüberzukommen. Obwohl das sogar eine Kiste ist.
Boah, Alter, gerade und gerade. Gold. Okay. 9S scheint halt wirklich zu fehlen. Alter, aber ich finde, das ist, sieht so hübsch aus. Dupi! Obwohl, wir müssen sowieso absuchen, oder nicht? Weil aktuell müssen wir ja 9S finden und bis auf die zwei Sachen, also bis auf die Nebenmission, haben wir ja sonst keinen Hinweis. Gar keinen, oder? Nicht mal das Foto ist mehr aktiv. Irgendwie ist auch nichts mehr aktiv, seit 9S weg ist. Das finde ich scheiße. Aber ich habe ja versucht, das Foto zu vollenden. Ich bin da nicht hingekommen. Na gut, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Nier Automata wieder ein. Ciao!